Hallo und herzlich willkommen zusammen zurück zu einer weiteren Let's Play-Folge von Mario Kart 8 Deluxe. Natürlich wieder für die Nintendo Switch und natürlich auch wieder herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid und auch eingeschaltet habt. Ja, wir machen natürlich wie in den letzten Folgen von Mario Kart auch mit dem Grand Prix weiter. Und ja, in der letzten Folge haben wir ja den Blitz Cup erfolgreich beendet. Und diesmal schauen wir mal, welchen Grand Prix wir oder welches Rennen, ja Grand Prix, welche Strecken wir diesmal bekommen. Ich bin am Überlegen oder beziehungsweise ich glaube, wir nehmen diesmal den Lemmy, würde ich sagen. Ich finde den eigentlich richtig cool. Den werden wir diesmal nehmen. Und wir schauen mal. Also das haben wir jetzt zuletzt bekommen, dieses Hyperbike. Können wir uns noch mal ganz kurz schauen. Also vom Tempo her nur nicht ganz so schnell, aber halt, ja gut, Beschleunigung die ist schon ganz okay, finde ich. Nur Tempo, ich glaube, ja, weiß ich nicht, ob wir damit weit kommen. Vor allen Dingen, ich weiß auch nicht, was für Strecken uns diesmal erwarten werden. Ob mehr Sand oder befestigte Straßen, also asphaltierte Straßen. Deshalb würde ich sagen, wir schauen mal nach einem ganz coolen Bike. Ne, den Roller nehmen wir nicht. Schauen wir einfach mal, was wir hier so haben. Irgendwas, wenn es geht, was wir natürlich noch nicht genommen haben. Tintenferno Quad. Das sieht richtig cool aus, wie so eine Art Torpedo, oder ich glaube, das soll sogar ein Torpedo sein. Schauen wir mal, ja, gut, Tempo ist jetzt auch nicht so, ja, faszinierend schnell, aber die Form finde ich cool. Die Reifen, ich glaube, die, ja, die passen schon ganz gut dazu. Und dann gucken wir auch noch mal, ja, den oder den? Den, wir nehmen den. So, genau, Blitz Cup. Den hatten wir zuletzt gespielt gehabt, wie ihr euch noch sicher daran erinnern könnt. Haben auch alle vier Strecken gewonnen, also auf Platz 1, ja, beendet. So, und diesmal sind wir im Triforce Cup, den wir spielen. Mit zuerst Varios Goldmine, dann der Regenbogen Boulevard. Den haben wir in der letzten Folge, im Blitz Cup, war der auch schon mit dabei. Allerdings die Nintendo 64er Version. Diesmal als zweite Strecke die Super Nintendo Version, auf die freue ich mich schon sehr. Dann kommt der Polarkreis-Parcours und die Hyrule-Piste. Schauen wir mal rein, ganz interessante Dinger. Also ich kenne auch nicht alle von, also klar, den Regenbogen-Boulevard, auch vom Super Nintendo her. Also sowohl Super Nintendo als auch natürlich Nintendo 64 kenne ich beide. Ja, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ja, hoffe euch natürlich auch da ein bisschen mitbewegen zu können und ja, hoffe natürlich euch gefällt diese Folge auch. So, gucken wir einfach mal rein. Varios Goldmine, damals für die Nintendo Wii erschienen, die fahren wir jetzt nach oder beziehungsweise fahren wir jetzt hier mit. Nintendo Switch. So, dann gucken wir mal. Oh, haben wir auf jeden Fall einen ganz passablen Start, sag ich mal, mitbekommen. Ja, also wie gesagt, an alle Strecken kann ich mich jetzt auch nicht so erinnern. Aber ich sag mal, einige, ne, unter anderem, wie auch schon in der letzten Folge gesagt, der Regenbogen-Boulevard, das sind so typische Strecken, an die erinnert man sich einfach. Ne? Die sind wirklich dann schon so speziell, ne? Ja, da erinnert man sich auch einfach wieder gerne dran. Ne? So, jetzt schauen wir mal, jetzt haben wir wieder eine Banane bekommen. Und noch eine Münze. Oh, boah. So. Oh, wir haben ja unsere 10 Münzen schon voll, alles klar. So, ein erstes haben wir auch. Das sieht super aus. So, gut, da bringt jetzt natürlich nichts. War jetzt hier kein Gegner. Wir haben im Endeffekt neben uns gewesen oder in Reichweite. So. Aber vielleicht tut die Banane ja Übriges. Die Bananenschale. Oh, oh, okay. Das war klar. So. Und nochmal eine Bananenschale. Das ist auch gleich hier der Bananenkurs wahrscheinlich. Wenn das so weitergeht.
So, ja, dann noch, ganz kurz, noch etwas in eigener Sache. Und zwar seit gestern Abend, sind wir auch auf Discord erreichbar. Also in einem eigenen Discord-Server. Den Link dazu, also wenn ihr uns gerne beitreten möchtet, findet ihr auf unserer Homepage unter den News. Da haben wir einmal den Link gepostet. Ansonsten natürlich auch bei Steam in unserer Steam-Gruppe zu finden. Auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal, den ihr hier seht, oben rechts ist es auch noch mit verlinkt, in Form eines Buttons. Ja, auf Twitter ebenfalls nochmal geteilt. Also wie gesagt, wenn ihr da Interesse habt, also sollte eigentlich dazu dienen, jetzt kriegen wir es hier gerade doppelt und dreifach ab, soll eigentlich dazu dienen, diese Discord-Gruppe, also es gibt einmal einen Chat, also einen ganz normalen Chat, wo wir uns ja, Fragen stellen könnt an uns, ja auch gerne über aktuelle Let's Plays, ja, die wir gerade so Let's Playen für euch, die Games, diskutieren könnt, austauschen könnt, ja, Kritik natürlich, Lob, posten, was ihr gerne möchtet, oder halt einfach auch, wie gesagt, nur Mitglied eines, oder ja, Mitglied eines großen Fanclubs zu werden oder eines immer wachsenden, ne, sagen wir mal so. Und ja, wird uns auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, kann jeder gerne mit dabei sein. Freuen wir uns natürlich tierisch. So, jetzt aber mal zurück hier zum Wesentlichen. Wir sind Erster mit Lemmy mit 15 Punkten, gefolgt von Larry mit 12 Punkten auf Platz 2 und Donkey Kong ist auf Platz 3 mit 10 Punkten. So, und auf das nächste Rennen, auf die nächste Strecke freue ich mich natürlich ganz besonders. Das ist, wie gesagt, der Regenbogen Boulevard für den Super Nintendo. Ist das nicht geil? Also, klar, man hat, aber das sehen wir gleich noch, man hat die Strecke natürlich für jetzt, für Mario Kart 8, für die Nintendo Switch Version, hat man das natürlich ein klein wenig verbessert. Ein klein wenig ist gut, ne? Aber wie wir ja jetzt hier zum Beispiel ganz schön sehen können, an der Strecke, an den Regenbogen, oh, jetzt sind wir schlecht weggekommen, zu früh aufs Gas gerückt, also, ne, man hat gesehen, diese leichten Pixel, sind in der Strecke, also in den ja, viel hintereinander angereihten Farbtönen immer noch, ja, so ein bisschen vorhanden. Und das finde ich eigentlich richtig, richtig geil gemacht. Also ohne Scheiß. Ja, ich weiß nicht, wer von euch ein Super Nintendo gehabt hat oder vielleicht sogar noch hat und auch Super Mario Kart hat oder noch hat, wie auch immer. Also ich habe es früher gespielt und einfach nur geil, ne? Da macht Bock, ne? So diese ganzen alten verpixelten Strecken noch zu sehen, wo man ja wirklich ja wirklich nur Gras und Strecke gesehen hat, ne? Und Himmel, ne? Und natürlich seinen Kart und seinen Charakter da drin in dem Kart, ne? Das war schon, spiele ich immer wieder nach wie vor gerne, ne? So, oh, jetzt sind wir und oh, ne. Glück gehabt. So. Ja, Glück gehabt in dem Sinne, dass zuerst der Blaue kam und dann der Rote, weil der Blaue, der kriegt uns immer. Ja, da, den können wir nicht ausweichen oder irgendwie. Also ich wüsste jetzt zumindest nicht wie. Dem Roten hingegen, oh, kann man schon ein bisschen ausweichen. Oder ein bisschen austricksen. So, jetzt gucken. Oh, wow, Kacke. Voll an den Block gekommen. Egal. Oh, wir sind ja schon in der zweiten Runde, sehe ich gerade. Jetzt gleich schon in der dritten. Also das ist, wie gesagt, auch einer meiner absoluten Lieblingsstrecken hier. Macht immer wieder Lust und Laune. Also das ist echt schon fantastisch. Oh, da war knapp. Shit. Kriegen wir noch. Oh, nein, nein, nein. Oh, ab, Donkey Kong.
Mann, ich hoffe, wir kriegen den noch. Ah, shit. Oh, komm, komm, wir sind... Oh, ganz knapp. Komm, jetzt scheiß mal auf gut Deutsch gesagt. Entschuldigung, auf die Münzen. Oh, nein. Ja, okay. Mit zwei Münzen, naja. Aber, jo, noch Erster. Ja gut, da war jetzt auf die letzten paar Meter, war das jetzt nochmal ziemlich spannend gewesen. Schade natürlich nur, dass wir nicht die kompletten 10 Münzen bekommen haben. Aber das ist ja nicht so weiter tragisch, ich sag mal. Wir sind aber nach wie vor noch Erster, auch in der Tabelle, in der Gesamtführung mit 30 Punkten. Donkey Kong konnte dann jetzt durch ja, die letzten paar Meter noch auf Platz 2 kommen. Und ist dann gleich mit 22 Punkten mit Larry, der ebenfalls Zweiter ist. Wir schauen weiter in Rennen Nummer 3. So, das ist dann der Polarkreis-Parcours. Oh, den kenne ich auch noch nicht. Der ist echt auch neu für die Switch, also für Mario Kart 8. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Sieht auf jeden Fall so, was wir jetzt schon mal sehen können, wie ich finde, schon mal ganz cool aus. Da haut gerade ein Eisblock ab. Soll vielleicht am Nordpol, Südpol irgendwie sowas spielen, keine Ahnung. Oder wer war da? Eis spielen, ich glaube nicht, dass es da so aussieht. Aber soll natürlich nur so eine Nachbildung sein, das meine ich damit. So, das wird dann jetzt... ja, die vorletzte Folge sein, die jetzt heute rauskommt, also die 11. Also die planmäßig sind es 12 Folgen, ne? Sind ja auch 12 Strecken, also 12 Grand Prix. Ja, ihr könnt gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr als Nächstes sehen möchtet. Also ich sag mal, für die Leute, die jetzt denken, oh Gott, schade, kein Mario Kart Folgen mehr. Ist natürlich nicht so, das muss natürlich nicht so sein. Ich sag mal, es gibt natürlich auch Multiplayer. Kann man vielleicht zusammenspielen, ja. Also in dem Form, in so einer Art Form noch Let's Plays von Mario Kart zu machen. Oder halt, wie gesagt, ein anderes Spiel, ne? Sowohl für die Nintendo Switch, können natürlich auch irgendwie Let's Play-Wünsche auch für die PlayStation 4, sag ich mal, äußern oder auch für andere Konsolen. Ja, das ist jetzt eigentlich völlig irrelevant. Aber wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, irgendwelche Games, die ihr mal gerne von uns sehen möchtet, die wir für euch Let's Playen, oder speziell für dich, ja, dann her mit den Vorschlägen. Weil wenn ich jetzt wandern, wie gesagt, diese Folge, klar, die gibt es noch jetzt heute zum Sonntag und nächste Woche Sonntag, heute in einer Woche, wird dann, ja, sofern ihr keine Wünsche äußert oder explizit sagt, boah, komm, macht noch ein bisschen weiter mit Mario Kart 8, das hat Bock gemacht, ich bin eh Mario Kart Fan. Dann, ja, wird es erstmal, also ich betone erstmal, Mario Kart 8 Deluxe für uns somit als Let's Plays abgeschlossen sein. Aber wie gesagt, ihr könnt ja trotzdem noch irgendwelche Wünsche oder sowas äußern. Also einfach mal in die Kommentaren posten, was ihr gerne sehen möchtet. So, ja, also ich finde die Strecke eigentlich wahnsinnig cool, muss ich sagen. Dafür, dass ich sie auch noch nie gespielt habe. Macht auf jeden Fall ziemlich viel Bock. Also ich dachte mir, am Anfang, also bevor wir das Rennen jetzt gestartet haben, das war vielleicht auch noch irgendwie, dass das irgendwie noch so ein Teil mit Schnee oder mit Eis ist, diese Strecke. Aber ist hier leider nicht, aber das macht ja auch nichts. Nur hätte ich jetzt so vom, ja, Polarkreis oder wie auch immer erwartet, aber ist ja alles gut. War trotzdem eine schöne, angenehme Strecke. Wir sind auch diesmal wieder mit den vollen 10 Münzen und natürlich auf Platz 1 ins Ziel gekommen. Und dann schauen wir nochmal direkt auf die Gesamtwertung. Wir sind unverändert mit 45 Punkten auf Platz 1. Larry mit 34 unverändert auf Platz 2. Und Donkey Kong musste seinen zweiten Platz abgeben, ist jetzt Dritter mit 32 Punkten.
So, dann sind wir in dem letzten Rennen der Hyrule-Piste. Hyrule-Piste, Hyrule-Piste. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie man es ausspricht, liebe Freunde. Es sieht geil aus. Das ist Zelda. Eine Zelda-Strecke. Das ist mächtig nice. Und, ach Quatsch. Das ist ja mal richtig geil, Freunde. Anstatt der Münzen müssen wir jetzt hier diese, ja, Lebenspunkte, die es ja in Zelda gibt, müssen wir sammeln, diese grünen Lebenssteine. Das ist ja mal echt eine richtig geile Idee, wie ich finde. Das ist echt Hut ab, richtig cool geworden. Finde ich. Also, hat man sich ja was einfallen lassen, ne? Sag ich mal. Nicht einfach mal eine neue Strecke da hingeballert einfach, sondern ja, sich auch mal was anstatt den Münzen sammeln einfallen lassen. Und hat man hier, klar, ne? Was natürlich auch zu Zelda passt, zu Zelda gehört. Ja, dass man dann halt auch, wie gesagt, diese Lebenssteine, diese grünen, einsammelt anstatt Münzen. Nicht schlecht. Also definitiv schon mal ein weiterer Pluspunkt für dieses Spiel. Obwohl, also sag mal, für Mario Kart Fans, sag ich mal, ist das Spiel oder generell alle Mario Kart Teile sowieso ein absolutes Muss. Na, also von daher macht er mit dem Spiel auf jeden Fall nichts falsch. Wenn das noch nicht habt, wenn das noch nie gezockt habt, macht es, tut es, das ist echt richtig, richtig fein. Genau dahin, natürlich. Shit. Naja, egal, wir sind immer noch Erster. So, jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen hier an den Lebenssteinen sammeln, dass wir hier hoffentlich auch wieder mit 10 rauskommen. Ja, jetzt haben wir schon mal 7, noch 3 Stück. Und da ist der dritte. Ja, also wie gesagt, wenn ihr es nicht habt, wenn ihr es noch nie gespielt habt, holtet euch für die Switch. Also wirklich, macht richtig Bock, richtig Laune. Könnt ihr auch zusammen im Koop spielen oder natürlich auch online mit, ja, Freunden, Leuten aus der ganzen Welt. Ne? Also, sehr, sehr, sehr cool. Oh, wow, 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 wow. Shit, ey. In der letzten Runde. Ich hoffe, da war jetzt dann aber auch der letzte blaue Panzer, der uns, ja, für heute hier erwischt. Auf der Strecke. So, jetzt genießen wir nochmal die letzten, ja, paar Minuten. Oder ein paar Sekunden werden es wahrscheinlich eher sein, hier in diesem absolut fantastischen Spiel mit dieser unglaublich tollen Strecke, wie ich finde. Ah. So, jetzt geht es nochmal durchs Tal. Dann noch mal entlang der Schotterpiste an dem fleischfressenden Pflanzen vorbei und da kommt auch noch mal der blaue Panzer, als wäre es nicht schon genug für heute. Nein. So, und wir, ja, und noch der rote. Prima, danke. 7 Münzen, Platz 1. 7 Münzen, also 7 Münzen, ich bin ja auch schon auf Münzen. So ungewohnt, dass es diesmal keine Münzen sind. So, 7 Lebenssteine und Platz 1, aber immerhin gerettet. So, die ersten 5 Ränge sind gleich geblieben. Also erster sind wir, zweiter Larry, dritter Donkey Kong, vierter Mario und 5 Melinda. Platz 6 ist das Yingling-Mädchen. Baby Peach ist auf Platz 7 abgestiegen. Ein Platz dagegen hoch ging es für Baby Mario auf Platz 8 und der Bewohner teilt sich auch Platz 8, ebenfalls mit Baby Mario. Toadette auf Platz 10, Baby Rosalina Platz 11 und Daisy auf Platz 12 mit nur 10 Punkten.
So, und das ist dann auch unser Pokal. Jo, dann, ja, war's das auch schon für die vorletzte und diese Folge von Mario Kart 8 Deluxe. Ja, ich hoffe natürlich, euch hat diese Folge auch gefallen. Wenn das so ist, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, kommentiert. Und ja, wenn ihr weitere Informationen zu uns, zu unseren Let's Plays, zu unserem Kanal möchtet, dann schaut mal auf unserer Homepage unter www.gamedash.org vorbei. Ja, auf Twitter natürlich werdet ihr auch immer rund um die Uhr mit aktuellen Informationen versorgt, genau auch wie auf Facebook und bei Steam. Tretet unserer Steam-Gruppe bei oder natürlich auch bei Discord auf unserem Discord-Server, immer für euch da. Und ja, dann wie gesagt, recht herzlichen Dank fürs Einschalten und macht es gut, einen schönen Sonntag, bis demnächst. Ciao, ciao.